Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 27. Juli 2022. Südbrandenburgs Feuerwehren melden schon jetzt ein sehr ereignisreiches Jahr. Laut OSL-Kreisbrandmeister Tobias Pelzer setzte sich damit ein Trend der letzten Jahre fort. 2022 erstreckt sich die Waldbrandsaison von März bis Oktober. Das sind 2 Monate mehr als üblich. Die Wehren im OSL-Kreis seien gut vorbereitet. Unter anderem sind geländegängige Löschfahrzeuge in Ortrand, Altdöbern und Lauchhammer stationiert. Durch lokale Brände plus Großschadenslagen steige jedoch die Belastung für die Kameradinnen und Kameraden. Im Elbe-Elster-Kreis ist der Großbrand Kölzer-Rehfeld nach 2 Tagen immer noch nicht unter Kontrolle. Laut Kreisverwaltung Elbe-Elster sei es in einem Windpark zum Aufleben von Flammen gekommen. Die häufigste Ursachen für Waldbrände in Brandenburg sind Brandstiftung und Fahrlässigkeit. Hilfreiche Tipps zum richtigen Verhalten und auch für den Ernstfall finden Sie unter www.osl-online.de. Im August beginnt in Ortrand der 3. Abschnitt der Bauarbeiten an der Elsterwerder Straße. In Angriff genommen wird dabei der Abschnitt zwischen den Einkaufszentren. Die Baustelle auf der Elsterwerder Straße in Ortrand wandert weiter in Richtung Stadtmitte. Die neuen Arbeiten beginnen am 1. August. Der 3. Bauabschnitt erstreckt sich dann über etwa 130 Meter vom Pennymarkt bis zur Nettoeinfahrt. Dort wird eine provisorische Zufahrt errichtet. So ist der Markt für Kunden- und Lieferverkehr aus Richtung Ortrand erreichbar. Auch Penny erreichen Fußgänger aus Richtung Ortrand und Kleinkmehlen. Kraftfahrer nutzen ausschließlich die neue Straße aus Richtung Westen. Der 3. Bauabschnitt auf der Elsterwerder Straße soll laut Bauunternehmen voraussichtlich Anfang Oktober abgeschlossen sein. Lauchhammer saniert das Mehrgenerationshaus in Mitte. Am städtischen Gebäude werden die Klinkerfassade erneuert und ein Teil des Daches neu gedeckt. Auch neue Fenster seien geplant, so die Stadt. Weitere Bereiche des Gebäudes wurden bereits vor 10 Jahren saniert. Die Arbeiten sollen noch bis 2022 abgeschlossen werden. Investiert werden ca. 900.000 Euro, größtenteils über Städtebauförderung des Landes Brandenburgs. Das Mehrgenerationshaus ist während der Bauarbeiten uneingeschränkt geöffnet. Einzig die Parkmöglichkeiten im Innenhof sind stark eingeschränkt. Senftenberg sucht Baumpaten für die Rostocker Straße. Zwischen den neu gestalteten Grundstückzufahrten wurden bereits entsprechende Pflanzflächen angelegt. Dort sollen 2023 insgesamt 12 Bäume gepflanzt werden, voraussichtlich Hainbuchen und Feldahorn. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann Baumpate werden. Die Stadt bietet dafür insgesamt 4 Modelle. Schilder an den Bäumen werden später auf die jeweiligen Paten hinweisen. Wer eine solche Baumpatenschaft übernehmen möchte, kann sich per E-Mail an das Stadtplanungsamt wenden. Die spätere Pflege der Bäume übernimmt eine beauftragte Firma. Und das sind weitere Kurzmeldungen. An diesem Sonntag findet auf dem Gut Geisendorf ein Konzert mit dem Pianisten Detlef Bierke und den Saxophonisten Volker Holly Schlott und Lou Schulz statt. Die Corona-bedingte Zwangspause für die Konzertauftritte nutzen die Künstler zur Herausgabe einer gemeinsamen CD A Little Summary. Das Konzert mit gleichnamigem Titel beginnt 15 Uhr, um Anmeldung wird gebeten. Back to the Roots, die Heimkehr. Unter diesem Titel präsentiert die ehemalige Welzerin Belinda Kretschmer ihre Ausstellung in der alten Dorfschule in Welzow. Die Bilderausstellung zum Thema Energie wird an diesem Donnerstag um 17 Uhr eröffnet. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gab es an diesem Mittwoch 280 aktuelle Corona-Fälle. 10 Personen wurden stationär behandelt und die Inzidenz stieg zum Wochenvergleich von ca. 380 auf 417.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft legt seine Förderung von Drohnen mit Wärmebildkameras zur Rettung von Rehkitzen neu auf. Dafür stehen in diesem Jahr insgesamt 3 Millionen Euro bereit. Antragsberechtigt sind eingetragene Jagdvereine, Vereine zur Rettung von Wildtieren oder sogenannte Kids-Rettungsvereine. Anträge können bis zum 1. September gestellt werden. Gefördert werden Drohnen in Kombination mit Wärmebildtechnik. In den vergangenen Jahren habe sich der Einsatz solcher Drohnen bei der Rehkitzsuche etabliert. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass dies die mit Abstand effektivste Möglichkeit ist, um Rehkitze zu orten und vor dem sogenannten Mähtod zu retten. Und nun zu den Polizeimeldungen. Sekundenschlaf war offensichtlich Ursache für einen Unfall auf der Bundesautobahn 13. Gekracht hat es am Dienstagmittag zwischen den Anschlussstellen Ruhland und Ortrand. Ein Pkw war rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke gestreift. Dadurch wurde die gesamte Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Trotz eines geschätzten Schadens von rund 8.000 Euro blieb das Auto fahrtüchtig. Soweit der Tag bei Seenluft 24 und nun noch für Sie das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Richtung Wochenende wird es spürbar kühler. Auch Regen ist möglich. Der Donnerstag ist noch locker bewölkt. Es bleibt trocken bei maximal 24 Grad. Freitag gibt es im Laufe des Tages zunehmende Bewölkung. Die Temperaturen erreichen 28 Grad und am Abend werden Schauer erwartet. Sonnabendvormittag ist es weiter regnerisch, danach locker bewölkt und die Höchstwerte liegen bei 20 Grad.